mit was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum diesjährigen Aldi-Prospekt aus dem Aldi Nord. Ich habe es mir gerade geholt. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an. Wir haben hier auf der Startseite direkt eine Batterie. Das ist die Swords of Fire für 18,99 €. Ich finde das etwas überteuert, auch wenn es 62 Schuss sind. Dort haben wir Gold enthalten, rot und grüne Effekte und ein bisschen Crackling und ein kleines Finale ist eigentlich auch dabei. Also kann man auf jeden Fall machen. Der Preis geht eigentlich, ich finde es selber für mich aber zu überteuert, weil ich den Effekt nicht ganz so stark mag. Aber eigentlich ist der Preis okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf die zweite Seite, wo wir etwas mehr Feuerwerk haben. Dort haben wir eine Menge Raketensortimente und oben noch das Supernova-Sortiment. Für diejenigen, die nur bei Aldi einkaufen und in einem Paket eigentlich alles dabei haben wollen, die sind damit natürlich super bedient. Für Pyros, die etwas testen wollen und auch viel Abwechslung am Abend haben wollen, die sollten sich dort auf jeden Fall nicht mit eindecken. Ansonsten haben wir hier viele Raketensortimente. Fangen wir gleich mal links an mit der Cobra 150. Fünf Teile sind dort drin. Wir haben hier unten unter anderem eine Knallkette. Frösche sind dabei, Wunderkerzen. Eigentlich eine recht coole Sortierung. Für 9,99 € kann man sich das auf jeden Fall mitnehmen. Und ich finde die Raketen hier oben eigentlich auch ziemlich gut. Da möchte ich aber nichts weiter zu sagen, weil viele Vego-Raketen richtig, richtig scheiße finden. Ich finde sie richtig, richtig geil. Auch das Bloppen vom Bouquet finde ich eigentlich recht cool und gehört für mich eigentlich dazu. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht, wie ihr Vego-Raketen findet. Und dann sehen wir uns gleich mal das Targa-Sortiment an. Dort haben wir 8 Raketen, haben alle Zerleger, eigentlich alles Top-Raketen. Ich hatte sie alle schon, die wir hier in diesem Prospekt sehen. Ich finde sie eigentlich auch alle gut. Genau das gleiche mit dem Indianapolis kann man auch auf jeden Fall machen. Wer eher auf Raketen steht und das Budget hat, sollte eher auf das Indianapolis ausweichen. Für 18 €, habt ihr hier 18 Raketen. Links haben wir im Targa nur 8 Raketen für 10 €, also preis-leistungstechnisch ist das auf jeden Fall besser, aber auch hier haben wir die kleineren Raketen dabei, dennoch würde ich dann auf das Indianapolis ausweichen, dennoch beide Sets sind auf jeden Fall zu empfehlen. Dann haben wir hier rechts das Premium-Sortiment aus dem Aldi, das Goliath 45-teilig, hier haben wir auch alle fetten Raketen dabei von Veko, also auf jeden Fall eine richtig geile Sortierung raketentechnisch, aber auch hier unten die Diamantsonne ist dabei, dann haben wir hier Goldregen ist dabei, Wunderkerzen, na klar, aber auch die Funkenböller, ja, das sind die normalen Kanonschläge, die ihr auch im Kaufland bekommt, aber die werfen immer richtig geil Funken, gerade bei Nacht, also das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen hier und das für 18,99 €, also auch hier könnt ihr getrost zuschlagen, also für alle Raketensortimente hier gibt es meiner Meinung nach eine Kaufempfehlung, aber liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich ein Raketenfan bin und dann sehen wir uns jetzt auf der nächsten Seite wieder. So, oben links haben wir wieder die Hell on Wheels für 8,99 €, 300 Schüsse Heuler, eigentlich der Standardpreis dieses Jahr. Wer es haben möchte, kann sich die gerne mitnehmen. Woanders gibt es sie auch nicht viel günstiger. Also dann, ihr kauft sie online oder von einem ganz anderen Hersteller. Ansonsten haben wir rechts von Komet die Devil Attack. Die beinhaltet Kometen, aber auch Crackling etwas, also Kometen-Crackling. Und einige Heuler, soweit ich das in Erinnerung habe, für 5,99 € kann man das auf jeden Fall machen. Aber zum Warmschießen und nicht für 0 Uhr. Aber auch dort ist eben das seine. Und dann schauen wir direkt einmal darunter, die Van Gogh von Veko. Diese beinhaltet sowohl Heuler als auch Kometen und ein paar Zerleger, soweit ich das weiß. Zum Warmschießen ist die auf jeden Fall geeignet. Für 6,99 € kann man das auf jeden Fall machen. Und dann haben wir hier links noch einmal die Barracuda für 15,99 €. Für 15,99 € kann man das machen, muss man nicht unbedingt. Also von mir gibt es da kein Kaufmuss, aber auch kein absolutes Abraten. Denn neben einer Menge Kometen gibt es hier auch heftige Zerleger. Diese fand ich letztes Jahr wirklich richtig, richtig gut. Und für 16 € kann man das auf jeden Fall machen. Und dann schauen wir uns einfach mal darunter nochmal um. Da haben wir links einmal die Gladiator für 19,99 €. Sind, ist praktisch die dicke Bertha von Veko. Zerleger sind eigentlich ganz okay. Allerdings ist es eine extrem langsame Schussfolge. Das habe ich auch im letzten Prospekt schon einmal erwähnt. 36 Schuss verteilt auf 2 Minuten. Gut, Freunde, das sind über 3 Sekunden pro Schuss. Muss natürlich jeder selber wissen. Ich habe auch hier in den letzten Kommentaren gelesen, dass da viele Fan von sind. Ich finde sie richtig langweilig. Also ich werde sie auf gar keinen Fall einpacken und auch auf gar keinen Fall weiterempfehlen. Aber auch hier, wenn ihr darauf steht, nehmt sie auf jeden Fall mit. Ich werde es aber auf keinen Fall tun. Rechts daneben haben wir dann die Calypso, auch von Veko. Das sind einige römische Lichter bzw. Kometen, die dort hochkommen.
Schießen in Kombination mit einigen Heulern und auch das Finale ist zwar recht klein, aber recht schön und für 4,99 kann man sich das auf jeden Fall mitnehmen zum Warmschießen, bestens geeignet. Ich weiß es noch nicht, aber vielleicht werde ich mir diese sogar dieses Jahr einpacken. Dann schauen wir uns direkt mal die nächste Seite an. Hier fangen auch schon die Neuheiten dieses Jahr an. Ganz oben links von Komet die Big Boom. Das sind auf jeden Fall richtig geile Salven, wie ich es im Video gesehen habe. Die werde ich mir auf jeden Fall zum Testen einmal einpacken und für 8,99, wenn sie wirklich so rüberkommt wie in den Produktvideos, ist das auf jeden Fall ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich werde sie auf jeden Fall mit einpacken und hoffen, dass sie dem Produktvideo wenigstens einigermaßen gerecht wird. Gleiches gilt für die Gigant rechts daneben, 17,99 €, auch von Komet, eine Neuheit. Das ist eine Fontänenbatterie in Kombination mit Zerlegern. Dort haben wir auch viel Gold dabei und auch blaue Sterne. Also auch hier für 18 € kann man das machen. Ich finde es aber recht teuer eigentlich. Für so eine Art von Batterie ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, wenn sie dem wirklich entspricht, was sie entsprechen sollte. Und dann schauen wir uns direkt mal weiter um. Dort haben wir hier vorne links einmal die Poison 299. Eigentlich ein Klassiker bei mir, immer wieder mit dabei. Viele sagen ja, die ist ausgelutscht, die braucht man nicht mehr. Die aktuelle Charge aus dem letzten Jahr war bei mir aber ziemlich stark und zum Warmschießen, ganz ehrlich, Freunde, 2,99 € nicht zu toppen und auf jeden Fall mindestens 10 Mal dabei. Und rechts daneben haben wir hier die Tiger Fire, auch von Komet. Für 19,99 € geht das auf jeden Fall in Ordnung, da dort eine recht rasante Schussfolge gegeben ist. Also auch hier meiner Meinung nach einen Kauf okay, muss man aber nicht unbedingt machen. Darunter haben wir dann die Galaxy beziehungsweise die Galaxy 2. Ja, das sind zwei Batterien, jeweils 100 Schüsser mit Kometenaufstieg, also Röhlis praktisch wieder. Für 9,99 € eigentlich ein Standardpreis. Wenn ihr die einzelnen kauft für 4,99 €, kommt ihr noch 1 Cent günstiger dabei weg. Kann man machen, muss man nicht unbedingt. Also einmal werde ich sie mir auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich das beim Aldi tue, da ich hier gleich zwei davon kaufen muss. Auch hier gibt es andere Alternativen und einzeln zu kaufen, reicht mir das auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Copernicus-Batterie. Dort haben wir auch einige Kometenaufstiege, aber auch ein paar Zerleger. Für 8,99 € auf jeden Fall eine Batterie, die zum Warmschießen gut geeignet ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Seite jetzt nochmal wieder, Freunde. Ja, hier kommen wir wieder zu Verbundfeuerwerken. Da möchte ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, da ich natürlich weiß, viele von euch stehen drauf. Das habt ihr im letzten Video mehrfach angedeutet. Ich finde sie überhaupt nur blöd. Also ich mag absolut keine Verbundfeuerwerke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Verbundfeuerwerke, dann die vom Aldi da hier, das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich recht in Ordnung ist. Wie gesagt, ich möchte da gar nicht so viel zu sagen. Was auf jeden Fall absolut in Ordnung geht, ist das Metropolis für 29,99 €. Ja, dort habt ihr viel gefächert dabei. Und das Crackling in diesem Verbund ist eigentlich auch recht stark. Also da kann ich auf jeden Fall beruhigt Ja zu sagen. Werde ich mir selber aber auch nicht mitnehmen, da ich nicht so auf Verbunde stehe. Was ich auch noch hervorheben würde, wäre die Dreamcatcher für 29,99 €. Auch die finde ich recht gut. Die anderen weiß ich nicht, kann man machen, muss man nicht. Und dann sehen wir hier schon die Figaro für 7,99 € eigentlich auch ganz okay. Sollten die meisten von euch kennen, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Auch die Pegasus sollten die meisten von euch kennen für 2,99 €. Auf jeden Fall eine Alternative zur Laser. Hier ist das Crackling meiner Meinung nach etwas stärker. Und ja, auch hier geht eine Kaufempfehlung raus, werde ich auf jeden Fall dieses Jahr wieder mitnehmen. Gleiches gilt für die Rising Stars hier, die Vulkane aus der Schweizer Serie. Die kann man auch alle empfehlen, sind eigentlich immer top verarbeitet und haben eine gute Brenndauer. Außerdem empfehlen kann ich hier das Jackpot-Sortiment. Ich zoome jetzt einfach nochmal etwas rein, damit ihr das besser seht. Auch hier haben wir eine coole Sortierung. Wir haben hier Flieger dabei, aber auch ein bisschen Knallfeuerwerk. Wir haben hier Frösche, Böller sind dabei. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt für 6,99 € auf jeden Fall eine schöne Mischung. Also auf jeden Fall eine richtig gute Alternative zu anderen Leuchtsortimenten und zu dem Preis auf jeden Fall absolut in Ordnung. Dann zum letzten Interessanten auf diesem Prospekt. Da haben wir hier die Power Deluxe Box bzw. das Power Deluxe Sortiment. Muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich auch schon gekauft, auch mehrmals schon. Für 18 € geht das auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben da viele leise Effekte dabei und zum Warmschießen bestens geeignet. Habe ich auch noch einmal hier liegen. Wenn ihr da ein Testvideo zu haben wollt, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann haben wir hier die kubischen Kanonschläge von Komet, die vergleiche ich jedes Jahr immer wieder mit denen vom Aldi. Waren letztes Jahr eigentlich auch ganz okay. Für 5,99 € natürlich recht teuer im ersten Moment, aber auch hier geht der Preis in Ordnung. Auf jeden Fall geht da eine Kaufempfehlung raus. Dann hier Riesenwunderkerzen, brauche ich nicht zu sagen. Das Dynamate Bag kennt auch jeder für 1,99 €. Nehmt euch das mit, Freunde, ganz ehrlich. Und dann sind wir auch schon auf der letzten Seite angelangt. Die ist nicht ganz so spannend. Hier haben wir ein bisschen Klasse 1. Ihr könnt euch das einfach mal anschauen. Und dann gehe ich da nicht weiter darauf ein. Hoffe, ihr habt ein schönes Video hier genossen und wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Haut rein, Freunde, wir sehen uns das nächste Mal und damit ciao.